Herzlich willkommen zum Business-Podcast der Business Doc. Der Arzt als Unternehmer ist mehr und mehr gefragt und der Arzt ist auch als Selbstständiger mehr und mehr gefragt. Und aus diesem Grunde haben wir uns zu diesem Podcast entschieden. Wir möchten Ihnen als Unternehmer, als Arzt einige Dinge mit auf den Weg geben, die uns ständig in unserer 20-jährigen Beratungspraxis über den Weg gelaufen sind und auch weiter über den Weg laufen. Wichtig für uns, dass wir Sie unterstützen, dabei möglichst viel eigenständig und selbstständig entscheiden zu können. Ich glaube, oder auch wir glauben, dass der Weg in die Selbstständigkeit für den Arzt immer noch ein sehr lukrativer Weg ist in den unterschiedlichen Fachrichtungen. Und das wollen wir hier in der Zeit weiter herausstellen. Wir haben seit über 20 Jahren das Thema begleitet mit unterschiedlichen Bereichen oder wir sind in unterschiedlichen Bereichen unterwegs. Das ist das Thema Betriebswirtschaft, das ist das Thema Planung der Praxis, das ist das Thema Strategie, das ist sicherlich das Thema Standesrecht. Aber es ist eben auch der Bereich der rechtlichen oder der steuerlichen Gegebenheiten, die wir aber immer mit Kooperationspartnern lösen. Aus diesem Grund werden wir in Zukunft auch Rechtsanwälte, Steuerberater hier zu Wort kommen lassen, um Ihnen einige Tipps und Eindrücke weiterzugeben. Heute wollen wir mit einem sehr einfachen Thema starten. Und zwar geht es hier bei uns um das Thema die vier existenziellen Risiken in der Niederlassungsphase. Also was muss ich tatsächlich abgesichert haben, damit ich in der Niederlassung oder für die Niederlassung gut aufgestellt bin? Ein sehr, sehr entscheidender Punkt. In der Beratung fragen mich immer wieder sehr, sehr viele Menschen, ich höre, ich muss das tun, ich höre, ich muss das tun. Ich sage, es gibt vier existenzielle Risiken, die Sie absichern müssen. Zum einen ist die Haftung ein Riesenthema. Als Arzt müssen Sie Berufshaftpflicht versichert sein. Die Berufshaftpflicht muss auf Ihre Fachrichtung zugeschnitten sein. Die Deckungssumme muss passen. Wenn da etwas passiert, ist es ein existenzielles Risiko und demzufolge auch eines der vier grundlegenden Risiken, die abzusichern sind. Die zweite Sache ist letztendlich das Thema Krankenversicherung. Das Thema Krankenversicherung steht deshalb ganz oben. In Deutschland besteht Krankenversicherungspflicht. Das heißt, wir können nicht mehr, das war vor einiger Zeit so, keine Krankenversicherung haben. Also besteht nur noch die Entscheidung, ob ich mich gesetzlich oder privat versichere. Das ist eine sehr individuelle Frage, die muss man auch genau so individuell klären. Das war der zweite Punkt. Der dritte Punkt ist das Thema Arbeitskraftabsicherung. Das fließt so ein bisschen in das Thema Krankenversicherung hinein, denn da geht es einmal um die kurzfristige Absicherung der Arbeitskraft. Das ist das Thema Arbeitsunfähigkeit. Da gilt es, sich über ein Krankentagegeld Gedanken zu machen. Ab der wievielten Woche schließe ich das ab? Wie viel Geld brauche ich pro Tag, damit ich meine monatlichen Ausgaben auch decken kann? Und das geht eigentlich in den Bereich der sogenannten Arbeitskraftabsicherung zum Thema Berufsunfähigkeit über. Eine sehr existenzielle Absicherung, denn wenn ich berufsunfähig bin, habe ich über das Versorgungswerk eine Absicherung nur dann, wenn ich meine Approbation als Arzt abgebe und nicht mehr als Arzt tätig sein kann, nicht gutachterlich, also überhaupt nicht mehr. Deshalb ist die Berufsunfähigkeit für den privaten Bereich sehr, sehr sinnvoll und vor allen Dingen auch existenziell. Der vierte Punkt ist das Thema Todesfallschutz, ein meist auf die Praxisfinanzierung oder die praxisabgestellte Versicherung, nämlich dann, wenn ich ein Darlehen aufnehme und die Bank gerne eine Absicherung für den Todesfallschutz haben möchte oder eben auch, wenn ich meine Familie absichern muss. Die vier existenziellen Risiken zu Beginn der Niederlassung. Es gibt sehr viele andere Dinge, die wichtig sind, aber das ist aus unserer Sicht das Entscheidende und um diese vier Punkte muss man sich kümmern. Das war es fürs Erste zum Thema Business Talk. Wir werden immer wieder jede Woche einen neuen Podcast einstellen. Ich freue mich darauf, wenn Sie dabei sind und dass wir in Zukunft viele interessante Themen miteinander besprechen können. Alles Gute für die Niederlassung und machen Sie es gut.